So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worker and Resources. Wir sind mittendrin in unserer schönen Stadt und wir haben die Kirche fertig bauen lassen. Das Abwasser ist auch fertig geworden. Kurzzeitig, kurz bevor ich meine hier vollgelaufen ist, nicht kurzzeitig, kurz bevor das vollgelaufen ist. Das heißt, unsere Arbeitskräfte sind glücklich. Wir haben die Sportplätze fertig, die Library, Amphitheater, Kindergärten und hier die Wohnung für die reichen Leute, die da aber allerdings nicht drin wohnen. Fragt mich nicht, wieso. Die da nicht einfach einziehen. Ich glaube, weil die alle irgendwo anders wohnen inzwischen. Die ziehen... Ah ja, okay. Die ziehen aber selbstständig dann um und hin und her. Ja. Hier müssten eigentlich umziehen solche Leute. Hier sind nämlich wegen Wohnungsmangel nur da reingezogen. Also die Vorgaben, wer wo einziehen darf, ist wie im echten Leben. Die helfen, halten nur so lange, wie man auch genug Wohnraum zur Verfügung hat. Wenn der Wohnraum nicht da ist, dann ziehen die Leute wild da ein, wo sie können. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier die... Ja, die gebildeten Arbeiter einziehen lassen. Und die ziehen vielleicht auch eher nach hier. Ey, was mit euch? Keiner hat gesagt, dass ihr da hinziehen dürft. Weg mit euch. Okay. Heute der Plan. Wir gucken mal auf unser Geld. Letzten Monat haben wir plus 4.000 gemacht. Diesen Monat plus 18.000. Fun Fact, den Monat davor haben wir nicht so viel plus gemacht, weil wir gebaut haben. Und wenn wir bauen, geht das natürlich direkt auf die Arbeitskräfte, die hier hinten arbeiten. Aber aktuell sieht es gut aus. Hier liegt sehr viel Kleidung auf Vorrat, die exportiert wird dann, wenn die LKW hier kommen. Da kommen sie schon. Und das sind immer 8.000 bis 9.000, die wir damit plus machen. Und wir machen so 100 bis ja 120.000, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, 50 bis 80.000, wenn wir was bauen. Aber wir sehen schon ein Problem. Die Busse müssen über diese langsame Straße fahren. Und ich würde sagen, das ist doch mal die erste Sache, die wir jetzt anstreben. Wir bauen hier bei der Ausfahrt die Ersatzstraße kurzfristig mal. Und ersetzen hier hinten alles mit... Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Ja. Du kriegst deine Lösung, wollte ich sagen. So. Und während die das da bauen, können wir hier hinten noch die Innenstadtstraße verschönern. Erstmal die hier, glaube ich. Die Zufahrten, dass die passen, die hatten wir schon. Ja, dann können wir jetzt mal die Zufahrten hier auch schon mal machen. Zack. Die Bushaltestellen hatten wir schon gemacht. Da können wir aber zum Beispiel auch die schon mal vorsehen. Die Straße ist auch fix. Da können wir auch die Hälfte zum Beispiel direkt mitmachen. Müssen die Busse halt mal andersrum fahren ein bisschen. Und ja, das wird wieder auf die Arbeitskräfte gehen, weil die von hier ja abgezogen werden dafür. Aber wir haben, glaube ich, für den Monat eh noch 10 Tonnen auf Lager. Das wird gut werden. Aber damit wären wir nicht reich. Und da müssen wir uns drum kümmern. Da müssen wir dann mal gucken, was wir machen. Wahrscheinlich über Holz gehen. Und was noch ist, es ist sehr warm, nicht wahr? Und wir reden gerade auch noch über Klimaanlagen im Chat. Ich kann euch nur sagen, passt auf bei Klimaanlagen. Die ziehen euch die Stromkosten aus der Tasche. Ja. Und das Thema behandeln wir gerade. Maxery sagt... Das mit der Versicherung der Klimaanlagen ist in der Tat ein guter Punkt. Ich kriege die Installation als Handwerker schon hin, aber muss bestimmt echt von der Fachfirma abgenommen werden. Bei Split-Geräten würde ich sagen, kann das der Fall sein. Eventuell gibt es inzwischen so All-in-One-Split-Klimageräte, die du nur noch verbinden musst, die vom System her so sind, als wenn sie jemand abgenommen hätte.
nicht? Kann sein, dass es sowas gibt, könnte ich mir gut vorstellen. Ah ja, okay, Treibstoff geht auf jeden Fall nach unten, das ist gut, weil ich wollte ja Öl erschließen. Ich sehe aber den Trend, Öl geht immer nach oben, runter und wird als nächstes wieder hochgehen. Und da sollten wir uns auch dann drum kümmern. Ich pflanze mir mal eben einen Baum, um zu gucken, ob der morgen noch steht. Ja, okay, wenn man jetzt einen Baum pflanzt zum Beispiel, weil ich habe gesagt, das ist die beste Methode, um vor dem Fenster zu kühlen, ja, weiß ich wirklich nicht, ob der morgen noch da wäre. Bei der Hitze geht er wahrscheinlich ein. Was mich ein bisschen nervt, fällt mir gerade mal auf, auch bei dem Spiel, abgesehen davon, dass auch im Spiel irgendwie wahrscheinlich gerade 30 Grad sind, weil wir in den Tropen sind, dass das mittlere Zollhaus nicht zwei Straßenanschlüsse hat. Das ist ja eklig. Okay, dann müssen wir das hier nämlich mal jetzt umändern. Kurz. Weil wir wollten ja. Also, die hier, die führt zur äußeren Rand. Die wollten wir nämlich dann hier so hinführen. So, ich mach's erstmal. Und das Ding sollte hier hinten zum Hafen führen und dann da vorbei. Kriegen wir das hin? Ich finde mal blöd, dass man nochmal bauen muss, damit er dann diesen krummen Modus erst hinkriegt. Warum er das nicht immer kann. Na, so. Wir wollen das ja ein bisschen dynamischer haben, nicht so eckig. Deswegen baue ich hier mal ein bisschen Kurven ein. Oder zumindest leichte Beschrägungen und dann wollten wir hier dran vorbeilaufen, nicht wahr? So. Das wäre das große Ziel. Und die beiden sind dann irgendwo miteinander verbunden. Aktuell brauchen wir aber die Verbindung, weil die Bauhäuser sich das Zeug da rausholen, die hier sind. Oh, und hier haben wir uns einen Deadlock geschaffen. Die Autos stehen jetzt hier, weil die nicht hinfahren können zur Tankstelle. Aber es sollte ja schnell behoben sein, bevor das so ein Problem wird, nicht wahr, Spiel? Nicht wahr, Spiel? Apropos Klimaanlagen, manchmal haben die doch hier auch Klimaanlagen an den Gebäuden, nicht wahr? Wäre eigentlich cool, wenn in den Tropen irgendwie automatisch an die Gebäude Klimaanlagen angefügt würden. Ja, die meisten haben keine. Schade. Ich mache das Krankenhaus auf dem Dach. Da fehlt ein bisschen was. Gut, aber es ist 1960, nicht? Gab es da sowas schon? Glaube nicht. Keine Klimaanlagen irgendwo. Dann müssen sie halt schwitzen. Wie wir. Keine Gnade. Finde ich aber okay. Bloß nicht, das würde die Stromkosten extrem ansteigen lassen. Naja, das müssten die Menschen ja dann auch schön selber bezahlen mit Arbeitsleistung. Klimaanlage gleich eine Stunde mehr arbeiten für unseren schönen Staat. Klimaanlagen wären kapitalistischer Luxus. Das ist eine Aussage, finde ich gut. Wir mögen es ja so warm. Lieber eine Stunde mehr Siesta und dafür 8 Stunden mehr arbeiten. Wenn es abends kühl ist. Clever, clever. Ja, während die mal die paar Straßen bauen, können wir noch ein bisschen Deko hinzufügen. Die sollte man nicht unterschätzen. Und ich habe hier so ein paar Blumenfelder und sowas. Wo sind denn die? Ich habe so viel Deko inzwischen und Monumente. Da oben, genau. Wir wollten hier ein paar hinmachen. Ah, das passt genau hier hin. Hier nicht. Das ist blöd.
Wenn das nicht auf beiden Seiten reinpasst, ist blöd. Warum passt das denn hier? Die sind doch genau gleich vom Abstand her. Ach nee, der ist nicht gespiegelt. Den hätte ich gespiegelt bauen müssen. Ihr habt auch gestern nichts gesagt. Shit. Ja, deswegen geht's nicht. Okay, dann machen wir die vielleicht hier hin und dahin. So. Okay, das mache ich lieber so, sonst reiße ich irgendwas falsch ab. Und dann machen wir hier vielleicht ein großes Blumenbeet hin. So. Und auf der anderen Seite vielleicht genauso. Nee, das heben wir uns für die Kirche auf. Friedhof wollte ich hier noch reinsetzen, ja. Den haben wir auch. Den würde ich auch bauen. Der versteckt sich immer so ein bisschen. Hier, Graveyard. Ah, der passt nicht. Ich habe zu wenig Platz für den gelassen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Schade. Gut, dann haben wir nochmal die Chance bei einer anderen Kirche. Ja, selbst hier würde er gar nicht hinpassen. Einen Friedhof dann irgendwann mal zu bauen. Ich habe noch so Mini-Friedhöfe. Erstmal können wir hier so ein Pavillon vielleicht noch bauen. So vielleicht. Na? Wird die eigentlich so ein Zueinander zeigen lassen. Aber wenig klappen. Okay, weil da der einzige Anschlusspunkt ist. Machen wir halt so. Und wo sind jetzt die kleinen Friedhöfe? Das ist der große. Das sind Springbrunnen. Fake-Springbrunnen. Finde ich eigentlich auch immer ganz okay, wenn man die einsetzt. Aber wir brauchen auch einen Anschluss. Dadurch kann man die nicht so frei setzen. Aber wo sind die Friedhöfe? Hier ist die Hecke, hier ist die Urne. Noch eine Urne. Roundabouts. Ich habe so viel Scheiße. Ich muss hier mal aufräumen, Sachen, die ich nie verwende, dass ich die weghaue. Ich glaube, wir müssen über Monumente, über die Modliste gehen. Gibt es in dem Spiel inzwischen Zeit, die Möglichkeit, zwischen den Gebäuden irgendwie eine Pflastertextur hinzusetzen? Wäre ja realistischer als das Stadtbild oft. Du meinst zum Beispiel sowas hier. Das ist schon sehr lange drin. Also dann hast du eine Weile nicht gespielt oder es nicht gesehen. Es verbirgt sich hier unter Bäume und Zubehör und dann dekoratives Pflaster. Es gibt aber aktuell nur Kies, Rollbahn und Asphalt. Das hier wäre Rollbahn. Das hier ist Kies. Und Asphalt habe ich, glaube ich, hier. Aber ja, es hilft ungemein, nicht, die Sachen so ein bisschen schöner zu gestalten. Gibt es, aber leider im Workshop zum Beispiel gibt es keinen Rasen. Ich würde gerne hier natürlich in so reichen Villen wie hier alles mit Rasen, Kunstrasen so im Grün auslegen. Das gibt es bisher nur als Einzelobjekt. Aber hier so als Fläche hilft schon, auf jeden Fall. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da müssen wir nochmal ran. Oder wir gucken einfach nicht mehr hin. Ich denke, da wird aber auch noch mehr kommen. So, Monumente nochmal. Monumente nochmal, bitte. Passt doch mal ein bisschen auf. Monumente. Ah, die... das ist kacke, dass... die den... einfach in die andere Richtung hat. Gut, wir können die hier so an den Eingang stellen. So vielleicht. Da hätten wir ja einen Eingang.
Sehr schön. Graveyard Decorative, das war der große. Oder habe ich die kleinen rausgeworfen? Das kann durchaus sein, dass ich hier nur noch die Urnen habe. Dann machen wir auf die Seite eine Urne oder so. Small, Medium. Ansonsten kannst du dir fertige Sachen aus dem Workshop runterladen. Zum Beispiel so ein Pflaster hier. Aber dann musst du es halt selber aneinander setzen. Es snappt nicht ein und deswegen sieht es dann absolut scheiße aus. Da muss man schon sehr viel Lust haben. Wo könnten wir das mal probieren? Vielleicht hier. Welches nehmen wir? Ich glaube, das hier ist gar nicht mal so schlecht. Das muss gebaut werden. Okay, im realistischen Modus wird das nicht funktionieren, weil es keinen Straßenanschluss hat. Dann kann ich es auch nicht bauen. Ja, das macht Sinn. Es geht also nur im nicht realistischen Modus, das Ding. Klasse. Hier habe ich auch so Square-Dinger mit verschiedenen Mustern, aber gut, wenn die nicht gehen, hier habe ich einfach nur so Boden. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Bordsteinkanten könnte man das nennen. Oder auch hier einfach so eine, ja, Kacheltextur, hier irgendeine mit irgendwas drauf, MDM 1952. Wird auch irgendwas von denen sein. Also da gibt es schon einige Sachen im Workshop. Aber im realistischen Modus halt selten wirklich baubar. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Plakate in der Stadt. Und so an der Bushaltestelle finde ich Plakate eigentlich immer irgendwie sinnvoll. Setze ich mal auch hin. Können die da bauen. Oh, die Straße ist fertig. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Rest der Straße noch machen. Gibt ja eine Ersatzstraße so lange. Und die hier können sie mal bauen. Dann ist das auch schon mal weg. Damit haben sie erstmal wieder genug zu tun. Okay, aber die Graveyards habe ich anscheinend rausgeworfen und irgendwann mal. Die habe ich nicht mehr. Hier zwischen kommt dann noch ein Flowerbed. Manche Sachen bauen sich auch sofort. Da kommt echt immer auf den Mod drauf an, wie gut oder schlecht das ist. Und hier hinter könnte ich zum Beispiel noch so eine Hecke machen, aber die braucht wieder einen Anschluss an einem Weg. Also auch ungünstiger eher. Weil man die halt schlecht drehen kann dann. Ah, und zu groß. Ganz knapp zu groß. An sich würde sie hingehen, wenn ich nicht dieses Straßenanschlussding da hätte. Okay, was mit der? Die ist zu klein. Die ist halt zu längs. Und die ist eigentlich auch zu klein wieder. Mach ich lieber noch einen Springbrunnen oder sowas dahin. Und dann kriegen die ganz viele Büsche und Bäume und sowas oder Palmen. Dann passt das. Wofür steht das MDM? Wenn ich das wüsste, steht bestimmt im Mod dabei. Ich meine, hier haben wir auch irgendwelche Sachen mit KCK. Wenn man Russisch kann, kann man das wahrscheinlich verstehen. 22.07.1952. Gründung der Sowjet
Union, Republik. Dafür bin ich zu unwissend. Hier vom Theater, da können wir mal so einen kleinen Kiosk hinsetzen. Dann sieht das wie Eingangsdinger aus. Als ob die dafür bezahlen müssen, wenn die da rein müssen. Finde ich gut. Und hier vielleicht mal so ein paar Flaggen an die Library. Obwohl die Ecke schon echt viel hat, nicht wahr? Aber egal. Und... okay, die kann ich hier nicht setzen. Wenn die Wege von dem Ding verschwinden, obwohl sie angezeigt werden, ist es da nicht baubar. Das ist mir schon mal aufgefallen. Da würde es gehen. Warum das manchmal zickt? Ja. Schön zwei Flaggen, links und rechts. Dann hat das auf jeden Fall eine schöne Ansicht. Und jetzt hier noch Rasen drunter, dann wäre es noch viel, viel hübscher, nicht wahr? Etwas spät war. Keine Ahnung, wann die da ihre Revolution hatten. Wenn die da ständig ihre Zaren und irgendwas umgebracht haben. Da bin ich raus aus dem Spiel. Ja, die Straße wäre auf jeden Fall wichtig und die hier, die hat echt viel Verkehr als nächstes. Wenn die da fertig sind. Was machen wir aktuell? Letzten Monat haben wir plus 33.000 gemacht. Das ist gut. 108.000 haben wir exportiert mit der Kleidung. Das ist schon stark. Reichen wir ihn? Wer wohnt denn da? Das Politbüro? Ja, die gebildeten Bürger, die wir nicht mehr haben, weil sie langsam aussterben. Da müssen wir uns halt auch drum kümmern. Weil irgendjemand muss ja im Krankenhaus arbeiten. Oder in der Polizei. Oder im Gericht. Und die wollen natürlich ein bisschen Luxus, die Leute. Aber freiwillig dahin ziehen tun sie auch nicht. Also, 32 schon wieder ohne eigene Wohnung. Das heißt, die Gebäude sind voll. Die kriegen einfach zu viele Kinder. Wir müssen jetzt eigentlich schon wieder erweitern. Was ich aber runtergeladen habe. Vielleicht, wo wir gerade bei Deko-Objekten sind. Ich weiß gar nicht, was mir das Rathaus wirklich bringt. Aber wir haben hier ein paar Rathäuser runtergeladen. Unter anderem sowas wie, ja, so eine Halle. Ein bisschen sehr groß für unsere Zwecke. Aber wir haben zum Beispiel auch sowas hier. Eine schöne rote, ja, klassische Rathaushalle. Nicht das große Ding. Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist eher was für Quatsch. Dann haben wir hier das Ingame-Objekt. Das würde hier perfekt hinpassen. Für das war der Platz eigentlich ja gedacht. Und dann noch eine kleine Town Hall. Die gibt es auch in echt. Da gibt es auch Bilder im Workshop. Die ist jetzt schön blau. Aber wir hatten uns dann für die hier entschieden. Jetzt ist die Frage, bauen wir die halt vor die Polizei direkt, eng an eng? Oder lassen wir dazwischen Platz? Und ich würde sagen, wir haben so viel Platz. Ich würde da einfach mal das dann hier hinten hinflanschen. Und hier vielleicht irgendwelche anderen Sachen dann hinsetzen. Genau. Hier kommen wir sogar rüber. Aber wieder nur an diesen Undodge-Punkt da. Da hat das Spiel auf jeden Fall immer noch seine Schwächen. Und ich glaube, die wird es auch nicht mehr loswerden, weil das im Kern der Programmierung so drin sein wird, dass man das nicht rauskriegt. Hier kommt der Weg rüber. Ja, es ist immer krumm und schief. Ah, das ist halt... Das ist doch auch nicht gerade, oder? Also manchmal, glaube ich, habe ich auch so einen kleinen Knick in der Optik. Oder weil die Sachen hier halt nicht genau passen. Dass es mir dann passiert, dass ich irgendwie ziehe. So, wo würdest du ankommen? An sich hier.
Das Raster hatten wir ja gestern schon als Thema. Das ist halt auch nur semi-hilfreich. Warum will er da einrasten? Interessant. Ach so, wegen Parallelmodus. Ah. Ah. So, guckt, und das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir das Problem aber auf der Seite, dass wir das bis dahin ziehen müssen. Oh, das war nicht gut. Das war zu weit. Ah, es geht besser. Ihr wisst, da bin ich leider pedantisch. Warum auch immer, es bringt eigentlich gar nichts. Aber es nervt mich an manchen Stellen. Das ist auch nicht gerade geworden. Aber so kann man es durchgehen lassen. Und dann haben wir da den Anschluss nach dort. Sehr gut. Von hier kommt auch ein Weg. Da, der geht leider nur nicht anders dann. Weil die Straße sonst... Hier sind wir zu dicht dran. Das ist ein blödes Problem. Aber hier kriegen wir es doch bestimmt besser gelöst als vorher. Machen wir bis dort und von dort abgehend und... Na, das war falsch. Hier die richtige Höhe halt abschätzen. Ich weiß, es gibt das Messtool nicht. Das haben wir gestern ja verwendet. Okay. Jetzt aber. Bis... Das hier ist doch safe die Hälfte. Nee, das ist zu weit rechts, nicht wahr? Oh, da könnte man... ausrasten, ja. Aber wir wollen ja nicht ausrasten, wir wollen ja einrasten. War das jetzt mittig genug? Ja, das ist doch... Das ist mittig genug, damit kann ich leben. Oh. Ja, bei dem ist es mir Wurst. Okay. Und dann können wir da das Rathaus bauen. Und hier gegenüber können ja die reicheren Leute einziehen. Oder die gebildeteren. Sagen wir nicht die Reichen, sondern die gebildeteren, nicht wahr? Ja. Oh, ich muss auch mal die Kamera manuell, glaube ich, ein Stück runterziehen heute. Ich habe nämlich den Automatikmodus aus. Prost. Es ist echt warm. Warum wird die Straße nicht fertig? Oh, was sein kann, was passiert sein kann. Nee, okay. Manchmal, wenn man eine Straße wegreißt wie die hier, verlieren die zum Beispiel die Anbindung, wo die die Sachen herholen sollen. Aber das hat geklappt, weil die alle da angebunden sind. Okay. Wo ist Vita-Kohle, Genosse? Ich muss sagen, Vita-Cola, also auch Coca-Cola. Sind schon Special Interests, würde ich sagen. Wobei Coca-Cola geht schon, ist mir aber zu süß und die zuckerfreien Sachen schmecken nicht. Dschungelbaum. Ja, eigentlich wollen wir hier keinen Dschungel, so Büsche ein bisschen mehr. Nicht? Kirche ist eher buschig. Und dann ein paar Palmen. Palmsträucher oder Palmpflanze? Palmsträucher machen wir mal hier so. Nicht so um die Kirche selber vielleicht. Wenn das möglich ist und wer da was setzt. Ich habe jetzt keinen wirklich gesehen, den er gesetzt hat, aber okay. Da noch einen, direkt am Eingang. Und dann haben wir hier diese Palmen. Und die kommen dann... Ja, hier. So. Und dann wächst das wenigstens ein bisschen grüner zu. Vita-Cola schmeckt halt wirklich nicht. Afri-Cola und Fritz-Cola mag ich. Muss ich nochmal probieren. Also damals, als ich Zucker...
Cola getrunken habe, haben die mir nicht geschmeckt. Aber da habe ich die zuckerfreien, glaube ich, noch nicht von probiert. Das müsste ich wirklich nochmal machen. Was auch richtig cool war, ist Bluna eine Zeit lang, aber dann habe ich mir das auch übertrunken. Aber ich bin wirklich ein Fan von Pepsi mit Zitrusgeschmack. Die schmeckt mir eigentlich am allerbesten. Pepsi Zero Citrus, aber die kriegt man hier ganz schwer. Na komm, jetzt schiebt hier die letzten Meter an. Ach, weil die das staffelweise bauen müssen. Deswegen dauert das so lange. Hierfür wäre jetzt ein Hubschrauber gut, nicht? Der Hubschrauber würde hier schon den Kies hinbringen. Und dann würden Arbeitskräfte kommen und das zuschaufeln. Dann würde man von zwei Seiten sich ranarbeiten. Ich meine, an sich sind wir gut, was Geld angeht. Wir sind diesen Monat, obwohl wir bauen, sogar im Plus mit 10.000. 15.000, fast 20.000, fast 14.000. Es geht hoch und runter auf jeden Fall. Ja. Aber stimmt, so eine Getränkefabrik oder so wäre was Gutes, nicht? Also man kann Alkohol herstellen und das war's. Also das Spiel hat theoretisch noch so viel Potenzial für andere Industrien, die man einführen könnte. Ah ja, die Straße ist fertig, sehr gut. Das heißt, die Busse sollten jetzt weniger Probleme haben. Und die Straße hier wird entfallen. Die brauchen wir nicht mehr. Und die wird noch so lange bleiben, wie wir das hier machen. Das hier werden wir auf jeden Fall noch bekießen. Oh, das war Plattenstraße, nicht? Ich glaube ja. Wenn ich die jetzt abreiße, ist nur das Problem, ich kriege die nie wieder hier hin. Doch, kriege ich. Kriege ich das auch hier? Ich hoffe. Oh, jawohl. Oh, Glück gehabt. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo anders noch Plattenstraßen gesetzt. Also Plattenstraßen an sich wären eh cooler, aber die kosten natürlich auch mehr. Die müssen wir jetzt hier nicht verschwenderisch einsetzen. So, als nächstes das Stück hier. Dann haben wir die Straße bis zu dieser Sache. Dann können wir das hier noch bauen. Und dann ziehen wir erst, ich glaube, erst die hier. Und dann die hier. Weil das ist die Ersatzstraße für die. Das passt. In einer tropischen Republik liegt die Rumproduktion oder die Zigarren nahe. Zum Beispiel auch. Nicht? Also, gerade beim Biom-DLC hätte man doch wirklich noch eine Special-Industrie pro Biom einführen können. Hier, du hast recht, Zuckerrohr und Rumproduktion zum Beispiel. Oder noch besser Tabak, Zigarren, weil Rum, Korn, Bier gibt es ja schon. Wäre Tabak eigentlich auch eine Sache gewesen. Und in der Wüste hätte man, weiß ich nicht, Kamelproduktion. Was haben die noch? Datteln? Datteln wäre eine Sache, obwohl es zu einfach wäre wahrscheinlich. Gut, Öl gibt es ja schon. Und in der Tundra, was hätte man da machen können? Methangasförderung. Tundra, Steppe, Fleisch von Wildtieren. Na gut, das ist ein bisschen schwierig hier umzusetzen vielleicht. Aber ich glaube, das haben sie extra nicht gemacht, sonst geht es zu sehr vielleicht Richtung Tropico und dann kriegen sie da eine Abmahnung. Tropico 8 kommt ja wahrscheinlich auch raus. Ich muss aber sagen, mit Tropico 7 und 6 haben sie mich komplett verloren. Oder 6 und 7 kommt erst. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der sechste Teil damit irgendwie klau Monumente und bring sie auf deine Insel. Und je mehr Monumente du hast, desto mehr. Und dann ist immer dieser Comic-Grafik. Alles muss extrem lustig aussehen. Weiß nicht. Also die ersten Teile waren da irgendwie, die hatten mehr Witz, subtilen Witz, glaube ich, so ein bisschen. Gerade dieser Penultimo war ja sehr unterschwellig lustig. Das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, gerade im fünften Teil. Wobei der mir echt zu schwer war. So oft, wie ich da gescheitert bin.
Tropico 1 habe ich als Skin gesuchtet. Oh ja. Ich glaube, ich bin... Bei Tropico 1 durfte ich nur einmal bei jemandem spielen, aber bei 2 bin ich dann eingestiegen. Und dann, glaube 3 oder 4 extrem viel. Ja, nicht? Also immer wenn man so eine Bauphase fertig hat, dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung. Was als nächstes? Oh, und das Rathaus zieht doch jetzt Geld raus. Minus 10.000. Aber sobald die beiden... Ah, die können gerade nicht... Ah, die können gerade nicht hier hinfahren. Ach, deswegen machen wir Minus. Alles klar. Ich hätte nie gedacht, dass die beiden so viel produzieren, dass das ein Problem werden könnte. Aber das Stofflager ist halb voll. Oh oh. Jetzt ist die Straße fertig. Puh. Aber das gibt ordentlich Geld. 8, 16, 24, 1000 allein für die ersten 12 Tonnen. Da kommen wir auf jeden Fall aus unserem Minus dann raus vom letzten Monat. Also der Monat wird richtig gut, weil sie ordentlich exportieren können. Und hier ist anstehen, Ringelpiez mit anfassen, nenne ich das immer. Aber wir sehen, der Baufortschritt, der hat was. Sieht doch gut aus. Das wird eine Stadthalle, die unser würdig ist. Tropico 2 mit dem Piraten kam ich nie rein. Ja, dann habe ich, glaube ich, 3 gespielt. Oder? Ah, es ist auch echt lange her. Die Musik von Tropico 1 war genial. Oder vielleicht habe ich doch 1 gespielt und ich dachte immer, es ist 2. Weil vielleicht hatte ich CD1 und CD2 und dann dachte ich immer, das ist Teil 2, nicht? Da war man ja noch sehr jung. Ah, die Werbung ist auch fertig. Sehr schön. Die werden alle Influence mit 4,5% Loyalität. So gefällt mir das. Und die hier kriegen von dem Brunnen 1,8. Von denen hier ein bisschen 1,8 und von den Dingern jeweils 1. Das heißt, das sollte eigentlich ganz gut sich so auf 50%. 43 einpendeln, na gut. Warum sind sie unzufrieden? Keine Kirche, kein Sport. Hunger, okay, keine Kultur. Aber ihr könnt alle den Laden erreichen und der Laden hat Nahrung. So, Müllsituation. Du hast keinen Müll, oder? Ja. Er ist der Einzige ohne Müll und die Kirche hat keinen Müll. Und der Müllplatz hier versorgt jetzt die Gebäude. Und wo hast du deinen? Nach hinten raus. Nee, du auch nicht. Okay, der hat seinen Müll da hinten, aber die beiden nicht. Und du auch nicht. Und du nicht. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Müllplatz irgendwo hier. Ich glaube, die haben ja dann auch keinen. Ja, okay, die haben auch keinen Müll. Und die haben den da drüben. Alles klar. Kann man ja auch gucken. Dazu gibt es ja die Overlays. Ich verwende die viel zu selten. Ah, da sehe ich direkt die 4, 5. Oh, das auch nicht. 5 nicht. Und die neue Stadthalle nicht. Gut, die werde ich nicht unter einen Hut kriegen. Die Kirche da auch nicht. Also hier hinten fehlt auch irgendwo ein Müllplatz. Aber die beiden werde ich da auch nicht rankriegen in einem. Wobei, bei der Kirche ist der Müllplatz... Ah, da komme ich nicht dran. Okay, Straßen soweit fertig. Dann würde ich sagen, bauen wir noch die Straße bis hier und die reißen wir ja wieder ab. Und dann gehen wir jetzt an die Hauptstraße ran. Die ganzen Seitenstraßen sind soweit durch. Und ich mache schnell und schmerzlos. Ich ziehe sie einmal komplett durch. Hier ist der Vorteil, die können von mehreren Seiten anfangen. Von hier und von da.
und sich dann da gegenseitig ranarbeiten. Problem wird sein, die Busse, die hier ranfahren, werden hier stecken bleiben. Ja. Sind zum Glück nur drei. Das heißt, ein Platz bleibt übrig. Aber das heißt, hier werden weniger Arbeiter abgeholt. Ich wünschte mir, man könnte temporär so einen Stop einfach überspringen, sodass ich den nicht nochmal einrichten muss später. Das wäre halt cool. Wenn ich den jetzt wegnehme, dann wäre vielleicht besser. Weil das verstopft sonst alles. Schönen Abend noch. Bis dann, Maxory. Und viel Spaß beim Cola-Kauf. Apropos Musik, nicht? In dem Spiel hier, ich habe die Musik ausgemacht. Die hat manchmal Lizenzprobleme hervorgerufen auf YouTube. Und deswegen habe ich die mal ausgemacht. Und sie ging mir auch irgendwann auf den Senkel. Ich glaube, in den ersten beiden Let's Plays ist sie noch drin. Müsste hier eigentlich auch verbieten, dass die sich da anstellen dürfen erstmal. Du kriegst auch Alkohol, das funktioniert sehr gut. Hier sind auch nicht zu viel Arbeiter drin. Die Kirche, oh, die könnten... Kirche. Okay, die können aber die rechte Kirche erreichen. Okay. Wenn sie da nicht hingehen, ist es ihr Problem. Irgendwie sehe ich immer alle nur in diese Kirche hier laufen. Als ob es nur eine Kirche geben kann, die irgendwie benutzt wird. Die Kirche hat eine Produktivität von 100%. Okay. Die hier hat gar nichts. Interessant. Egal, Hauptsache sie sieht gut aus. Passt schön ins Altstadtviertel hier hinten. 21.000 haben wir diesen Monat schon plus gemacht. Und hier sind immer noch 16 Tonnen drin. Okay, wir können eine Entscheidung treffen. Wollen wir auf Öl gehen jetzt? Weil das Öl... Guck mal, es geht echt hoch und ich denke, beim nächsten Mal wird es noch höher schießen. Es wird jetzt ein bisschen runter und höher schießen. Wollen wir erst das Öl machen? Ich habe eigentlich keine Lust drauf, aber weil das Problem wird sein, die Feuerwehr hier hinten. Da brauchen wir noch eine Feuerwehr. Und ich glaube, die werde ich dann auch als erstes bauen lassen, die Feuerwehr. Und dann für die Feuerwehr brauchen wir hier hinten aber Wasser und Abwasser. Und dann brauchen wir auch Müll hier hinten. Okay, aber wir kriegen ja mehr Geld durchs Öl dann rein. Öl-Förderpumpe. Die würde ich aber im Raster anlegen. Das war irgendwie immer einfacher. Und so, dass die so... Ja, 80% immer haben. Weiß nicht, was hier gut wäre, das so... Ich glaube, ich habe mir eine kleine Verschnupfung geholt von meinem Ventilator. Ich glaube, so rum ist falsch. Obwohl, eigentlich wollen wir ja dahin. Vielleicht... Oh. Oh. Ja, so habe ich das noch nie gebaut. Vielleicht ist das ja auch der neue Weg, wie ich das machen kann. Aha, aha, aha. Ich habe gerade Ideen und die werden wir mal versuchen umzusetzen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Cliffhanger.